Hallo, liebe Musikfreunde und Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei der neuen Folge, die wir heute machen, Musik zum Bier. Ja, das Bier, das haben wir wieder hier, da ist es nämlich, das gute alte 5-0er, haben wir mal wieder ein Döschen da, würde ich sagen, machen wir mal auf, ein bisschen eingestaubt. So, und, oh, irgendwann muss ich hier mal so ein Best-of zusammenschneiden von den ganzen Geräuschen. Stößchen. Ja, absichtlich schön zum Mikrofon rangehen, wieder animalische Geräusche machen. So muss das sein in der Sendung. 5-0er Original, Top-Bier, geht auf jeden Fall immer. Zumindest für die Sendung hier. So, was machen wir denn heute? Heute machen wir wieder ein bisschen Depressive Black Metal. Und zwar, ihr habt es schon am Titel erkannt. Ja, kleine Wiederholung, kein Déjà-vu. Und zwar Sorry ist mal wieder angesagt. Und zwar mit der zweiten EP, die wir heute durchnehmen. Wir erinnern uns, was hatten wir gehabt? Wir hatten letzte Woche einmal diese schöne EP gehabt, die ich ja wirklich hoch gelobt habe, ne? Bereavement of Existence. Wie gesagt, Griechenland, Kanada hatten wir letzte Woche durchgenommen und heute nehmen wir die zweite durch. Die ist auch noch in Folie eingeschweißt. Kam tatsächlich erst 2021 an. Vorher gab es nur eine limitierte MC-Musikkassette und ich wollte aber warten, bis er auf CD draußen ist. Und ja, mein Label des Vertrauens, Share Your Pain Records, hat es tatsächlich dann auch auf CD rausgekloppt. Wieder über Frankreich und perfekt. Aber der Reihe nach, was ist wieder los? Was ist das hier für eine EP? Ja, Sorry, ne? Steht auch schon wieder da. Sorry. Genau. Wer es nicht weiß, Depressive Black Metal aus Griechenland und Kanada. Haben wir schon alles ein bisschen angesprochen, die ganzen Hintergründe durchleuchtet, wer der liebe Void ist, der da nämlich hier an den Vocals dran sitzt, sozusagen am Mic und hier ordentlich reinkreischt. Schaut euch auf jeden Fall dieses Feedback, die Review von der EP an, weil da gehe ich ein bisschen näher auf die Hintergründe ein, das möchte ich heute nicht alles nochmal abarbeiten. So viel nur dazu, Depressive Black Metal der besonderen Art, nämlich ein bisschen atmosphärischer, ein bisschen melodiöser das Ganze, ansonsten wieder genauso, wie wir es haben wollen, viele Gekreische und interessante Melodien und eine depressive Stimmung halt auch, ne? So, wie heißt denn die EP? Steht wieder nur drauf? Ja, stimmt nicht. Hier steht nämlich was drauf. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und zwar Saudachi. Saudachi. Sorry mit der EP Saudachi. Und jetzt habe ich überlegt, was Saudachi, was ist das denn? Wird Saudade geschrieben. Soll portugiesisch sein und heißt so viel wie Fräulein. Ja, okay. Haben wir es auch mal. Super. Naja, warum nicht? Ich sage ja immer wieder da die Titel da. Fräulein. Hört sich ein bisschen harmlos an, ne? Wenn man überlegt, so was da an Inhalt ist, so musikalisch. Ja, wer ist hier in der Besetzung? Hier mal wieder ein Trio und zwar einmal an den Vocals, habe ich schon gesagt, wieder unser guter alter Void aus Griechenland. Dann haben wir einmal Dimitris und einmal Efesi. Ich glaube Kanada müsste das sein. Und ja, ist die dritte EP, die sie rausgebracht haben. 2019 haben sie sich ja mit diesem Seitenprojekt, sorry, hier gegründet. 2019 und dann sind bis jetzt drei EPs erschienen. Eine 2019 und die beiden sind jetzt hier 2020 erschienen. Und zwar genau hier, das ist die letzte, also die letzte, die rauskam. Das ist die am 25. September 2020 kam die raus. Ja, hat drei Songs drauf. Da können wir schon sehen. Drei Songs haben wir drauf. Ja, geht knapp 19 Minuten. Ist jetzt nicht so lang, aber gut, ist halt eine EP. Und wie gesagt, auch hier erschienen wieder bei Share Your Pain Records. Genau. Puh, Freunde. Harter Stoff, harter Stoff. Also schon bei dem Vorgänger, bei der Vorgänger-EP war ich ja schon richtig begeistert, wo ich gesagt habe, Mann, ey, Leute, das ist jetzt Zeit für ein Album. Wann wollt ihr endlich euer Debüt rauskloppen? Ihr habt die Qualität, ey. Der Markt wartet draußen, die Leute warten draußen. Haut raus, aber nein, die haben echt 2020 nochmal eine dritte EP jetzt rausgebracht, wieder mit richtig geilen Melodien, aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde sagen, als allererstes werden wir mal das gute Stück hier von der Folie befreien. So hat er auch hier ein Messer. Mal gucken, ob es mir gelingt. Jawohl, gelingt mir. Und dann packen wir das Ganze doch erstmal aus.
Ach, das machen die da immer. Toll. Und auch übrigens wieder der Versandweg aus Frankreich ist sau schnell, Leute. Das war innerhalb von, ach, noch nicht mal 10 Tagen war das da gewesen. So, schauen wir uns doch wie immer erstmal das Cover-Artwork an. Was haben wir da? Da haben wir eine Badewanne und da planscht gerade einer schön in der Wanne drin rum. Das Quietsche-Entchen vermisse ich ein bisschen, aber nur gut. Ich glaube, der Mann da, der hat andere Absichten, ne? Naja, ist auch Depressive Black Metal, ne? So, ja, in schwarz-weiß gehalten, hier unten recht dezent das Sorry mit den 3 Punkten. Und ja, was sehen wir da noch drauf? Hier ist noch so ein Halter da anscheinend für Seife und Bürste und ja, sehr düster natürlich gehalten, ne? Aber wenn wir uns das mal vergleichen, also wir sehen meistens immer eine Person in der Waagerechten, das war ja auch hier so gewesen, schön auf der kalten Fliesen, ja, da gibt eine dicke Erkältung und hier hoffe ich doch mal, dass das Wasser warm war, ne? So, naja, also sieht auf jeden Fall schon mal so passend aus, denke ich. Ich glaube, wenn man in diesem Subgenre unterwegs ist, dann sollte das soweit passen. Klar, man kann auch wieder den Baum mit dem Galgen nehmen. Auch schon Klassiker. Ja, aber ich glaube, das weiß man auch so ungefähr. Wenn man das so im Regal, ne, in den Shops stehen sieht, dann weiß man ungefähr, was einen erwarten wird. So, drehen wir das Ganze mal um. Wollen wir ja uns auch angucken. Na, ich habe ihn schon angesprochen. Da ist er wieder, der Galgen. Da hängt da wieder die alte Strippe. Und diesmal ein bisschen anders aufgeteilt, weil jetzt hier auf der rechten Seite ist jetzt hier quasi so eine Art Frame. Und da stehen jetzt hier die Titel drauf, ne? Da kommen wir aber auch gleich nochmal im Einzelnen drauf zu sprechen. Klappen wir mal auf, ich kenn's selber wie gesagt nicht. Oh, was ist das denn? Freunde, mein Gott, nee, also damit hätte ich jetzt absolut nicht gerechnet. Wow, wie haben sie denn das gemacht? Also das wird ja immer besser da bei euch hier in Frankreich. Ja, mal fetten Daumen nach oben hier für Share Your Pain Records. Also, wow, okay. Das sieht ja mal richtig geil aus. Das ist edel, Leute. Das gefällt mir hier mit der Rasierklinge. Das ist gut, Leute. Das habt ihr gut gemacht. Na, hier ist jetzt natürlich dafür nichts da. Aber hey, sauber. Sehr, sehr schön. Das mag gefallen. Das mag gefallen. Ich halte es nochmal kurz rein. Das sieht doch mal geil aus, oder? Das ist hier so ein farbiger... Also das sieht richtig cool aus. Hier so am Rand so schattiert. Sieht richtig gut aus. So, dann wollen wir mal schauen, was sich hier hinter verbirgt. Ist einfach nur eine Pappe oder? So, Fingernägel habe ich nicht. Ja, okay, da ist wieder was drin. Okay, können wir nochmal kurz reinhalten. Ist ja nicht in der Badewanne. So, und hier, oh, sehr düster gehalten. So, da sind die Beeren. Ja, ihr werdet wahrscheinlich gar nichts erkennen, weil es ist so düster. Guck mal, da hält er auch noch die Hand vors Gesicht. Also, so, oh, hebt deinen Zeigefinger. So, dann haben wir da wieder ein bisschen Wald und Nebel auch. Alles in Grau gehalten, schön trist, ne? So muss das sein. Und hier auch sehr düster gehalten. Da ist er auch, das ist ja Dimitris. Ja, steht an der Gitarre, ist er da. Ja, der Void an den Vocals. Ja. Dann Troll haben wir da noch, da steht noch drauf für die Drums. So, sehr schön. Ja, so sieht's aus. Und Rückseite... Ja, sieht so aus, halt mit der Rasierklinge halt, ne? Ja, Freunde, soll ich sagen, sieht gut aus. Also, das Label hat sich mal wieder selbst übertroffen. Ich sag, das ist ein absoluter Geheimtipp. Ich weiß jetzt übrigens nicht, auf wie viel Stück die limitiert ist. Ich glaube, das müssten wieder 50 Stück sein. Die haben immer sehr, sehr kleine Auflagen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich schätze mal 50 Stück. So, kommen wir mal zum Inhalt. Ne? Wird ja langsam mal Zeit. Allerdings, Freunde, da muss ich doch erstmal nochmal einen Schluck Bier trinken. So, und jetzt bin ich mir ziemlich sicher hier beim Inhalt, wo wir uns da nämlich bewegen. Fangen wir mal an mit dem ersten Song. Also, I am rotten inside. Okay, na, das lässt schon mal einiges erhoffen und das bekommen wir auch geboten. Ganz klar, rüpelhaft, wie es sein soll, richtig einen rausgerotzt. Das ist richtig Depressive Black Metal, wie man es kennt. Und hier dieser eigene Stil, ich sag immer wieder, Griechenland hörst du voll raus. Das ist einfach so wieder dieses Atmosphärische und auch dieses durchaus, ich sag jetzt mal, Mutige, wo manch einer vielleicht schon fast von verspielt sprechen würde. Was meine ich denn damit? Ja, auf einmal mitten in dem Song, ich glaube sogar in der Hälfte müsste das so ungefähr sein, kommt auf einmal, ja, wie drücke ich denn das aus? So ein bisschen so Krautrock oder so Psychedelic der 70er Jahre, so eine Melodie, die auf der Gitarre gespielt wird, ne? So ein bisschen so, ja, Space Rock, Krautrock, so in diese Richtung, Psychedelic geht das rein. Was wirklich
bei manch Puristen des Subgenres vielleicht sogar schon zur Entsetzen führen könnte, weil die sagen, was soll denn das da drin, das gehört da nicht rein. Aber genau diese Innovation ist es, da wo ich sage, Mann, das ist geil, das passt da einfach rein. Das ist einfach so zu der Thematik, das ist einfach musikalisch, instrumental super umgesetzt. Und das fügt sich einfach rein, auch wenn es ein völlig anderer Stil ist, den man vielleicht gar nicht erwartet, ne? Weil ansonsten immer so, ja, Black Metal gerade so ein Geschrabbel ist und dann da ein bisschen was Ruhigeres rein, bisschen so, ja, Psychedelisches, finde ich richtig geil, Leute, das ist richtig geil und da haben sie wirklich nochmal eins draufgesetzt, alleine beim ersten Song, also du wirst auf jeden Fall abgeholt, du weißt sofort, aha, da ist der Stempel drauf, da sind wir und jetzt warten wir mal ab, was passiert, genau, also das ist wieder super gelöst. Ja, was haben wir als zweites? Da haben wir den nächsten. As the night falls, the razor goes deeper. Eieieieieieiei, die Rasierklinge, die tanzt da schon, ne? Ja, Freunde, da ist natürlich auch wieder, wo ich sage, genau das ist es, was ich mag. Melodien, Atmosphäre, eine schöne Dichte und Tiefe und dazu natürlich dieses unglaubliche Gekreische von Void, ne? Also, boah. Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. Zieht sich auch ordentlich hin, ne? Die Stücke, die gehen immer, sage ich mal, so gut, so zwischen 5 und 7 Minuten. Und das fängt langsam an, steigert sich, ein richtig schöner Spannungsbogen, der aufgebaut wird. Und dann, Abfahrt, ne? Und dann geht's richtig steil ab. Ja, und ganz zum Schluss, die Nummer 3, ja, ist eine EP, sind halt nur 3 Songs drauf. Da haben wir den Saudachi, wie gesagt, portugiesisch, sollte Fräulein heißen. Und ja, der knallt da nochmal richtig rein. Und auch hier ist es wieder genauso wie hier, wo ich auch gesagt hatte, bei dem Vorgänger. Mein Gott, nee, Leute, das ist langsam an der Zeit für ein Debütalbum. Was ist los bei euch? Traut euch, macht's, haut's, rotz draus. Die Liebhaber wissen sowas zu schätzen. Ja, da braucht man keine EPs da. Das machen wir einfach mal. Und ein gutes Label habt ihr auch. Ich weiß nicht, worauf sie warten. Vielleicht jetzt hier 2021, Juni, Juli. Vielleicht setzen sie sich ran. Und dann werden wir belohnt. Hm, könnte sein. Verzeihung. Also richtig geil. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende, ne? Sind nur 3 Songs drauf. Schade, knapp 19 Minuten geht der ganze Spaß. Meines Erachtens, gerade was die Atmosphäre angeht und die Dichte angeht, nochmal eine Steigerung zu dem Vorgänger. Ja, also das passt wirklich nahtlos aneinander. Rein theoretisch hätten sie die beiden zusammenpacken können als Album. Hätte wunderbar funktioniert. Also vielleicht wollen sie auch ein Konzeptalbum aufbauen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann nur hoffen, dass sie bei dem Label bleiben, weil das passt alles. Vom Mastering her, das ist eine gute Qualität, wie ich finde. Ja, das ist einfach dem Zeitgeist angemessen und vom Stil her hebt es sich einfach ab. Und meines Erachtens, ich bleib dabei, Freunde, für mich ist Sorry ein absoluter Geheimtipp. Das ist ein Geheimtipp. Ich habe es auch schon hier den guten Silentium und auch dem Bruder vom Silentium empfohlen, weil der ja auch gerne mal so ein bisschen was Düsteres hört. Depressive Black Metal, Suicide Black Metal, sowas in diese Richtung. Und da wird er hier hundertprozentig auf seine Kosten kommen, weil das ist wirklich ein absoluter Geheimtipp, wo ich sage, cool. Und gerade die Leute, die so ein bisschen was, ich kann ja mal einen Vergleich machen, diejenigen, die sterbend geil fanden, gerade so wegen diesem Kreischgesang, wegen diesem Gekreische da beim Song Nummer 2, ne, erinnern wir uns dran, die werden auch hier auf ihre Kosten kommen. Weil, wie gesagt, der Void, der hat eine Stimme, der hat ein Organ. Mann, ey, da kreischt da wirklich richtig los. Also, da geht's richtig ab. Also, da läuft dir wirklich das Wasser, sag ich dir, ja. Nicht nur das Bier. Absolute Empfehlung, absoluter Geheimtipp. Meines Erachtens, ihr könnt wirklich hier bei dem Label zuschlagen. Ich werde mir auch nochmal die anderen Bands, die da unter Vertrag sind oder zumindest die da ihre Sache abliefern, mir mal reinhören, wie die so sind. Aber ich kenne, wie gesagt, momentan aktuell nur Sorry. Und das passt auf jeden Fall. Also da werden wir definitiv hier, sobald da wieder was rauskommt, werde ich das hier vorstellen. Und jetzt wollt ihr wahrscheinlich noch wissen, so Anspieltipp. Was würde ich jetzt für einen Anspieltipp geben? Also ich sag, fangt eigentlich... Ach, ist schwierig zu sagen. Ach, ja, eigentlich, ihr könnt alle nutzen, ja. Also die sind alle auf ihre eigene Art geil. Wie gesagt, also hier bei I Am Rotten Inside, wie gesagt, alleine so diese Psychedelic-Einlage. Ich finde die so raffiniert, so kreativ gelöst, weil das passt einfach da rein. Das ist erfrischend, Leute. Das ist einfach erfrischend. Das ist nicht nur so dieser stupide, komm, wir kreischen mal ein bisschen rum und rumpeln damit die Instrumente, sondern da ist halt Kreativität drin. Da ist halt Tiefe drin. Da ist Atmosphäre. Und ich sag immer wieder, die ruhigeren Sachen, wo viele Melodien sind, Atmosphäre, schön langklingende Gitarren und sowas und ein gutes Schlagzeug, das sorgt für Atmosphäre und das schafft einen abzuholen. Ja, und gerade in diesem Genre, was ja nun wirklich sehr minimalistisch ist, da ist das tatsächlich eine Kunst, sich abzuheben, ne? Also, und das ist
meines Erachtens das, wo Sorry wirklich punkten kann. Ist natürlich immer subjektiv, ne? Der eine sagt auch so, nee, das ist mir zu billig, damit kann ich nicht anfangen. Aber ich kann es euch empfehlen. Also ich gebe für alle drei EPs, die sie rausgebracht haben, ja, seit 2019, wenn ihr sie noch beziehen könnt, holt sie euch. Das ist so, wie ihr gesagt, könnt ihr schön in die Sammlung stellen. Ihr habt es jetzt gesehen, deswegen zeige ich euch das ja so intensiv. Das sind hier alles top VÖs, wie gesagt, was das Label rauskloppt. Alleine nur, ich klapp's nochmal auf, ey, schaut euch das mal an hier. Was ist da denn los? Also mal richtig geil, oder? Also Respekt, ey, für so ein Underground-Label finde ich geil. Leute, finde ich richtig geil. Ja, dann bin ich schon wieder fertig, ne? Komm, trink mal noch einen Schluck hier. Mein Gott, Reibeisenstimme hier, Reibeisenstimme. So, zum Wohle. So viel Bier getrunken. Ja, Bier. So, Bier und Metal, das passt zusammen. Gut, ihr Lieben, dann heute erstmal noch einen schönen Samstag. Ihr wünscht, wir sehen uns wieder nächste Woche. Mal schauen, was wir da machen. Wir haben überlegen, ob wir da mal wieder ein bisschen Brutal Death machen. Ich weiß noch nicht. Mal schauen, was ich mir da einfallen lasse. Ein bisschen was haben wir ja noch aus 2020. Nicht gerade wenig. Müssen wir alle noch vorstellen. In dem Sinne, tschüss.